Grüezi miteinander und hi zusammen. Da sind wir wieder einmal auf einem Livestream mit mir, mit der Kathrin Erni. Und ich sehe, da hat es auch schon ein paar Leute. Lydia, du bist da. Ali, hallo. Hallo Olivia. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute ein bisschen zusammen Schweizerdeutsch reden. Und zwar wollen wir reden über das Reisen. Tönt ihr gern reisen? Wie reiset ihr am liebsten? Das ist meine erste Frage. Wie reiset ihr am liebsten? Oder ist es gleich, wie dass man reist? Ja. Also heute Abend haben wir einen Livestream. Tönt im Chat schreiben, tönt mitmachen, sagt, was ihr denkt. Antwortet, fragt, wenn ihr etwas nicht versteht. Hallo Esra. Olivia, du reisest gern. Oh, du bist viel mit dem Velo unterwegs. Du machst Velotouren. Du bist sehr fit, ja. Das ist gesund, wenn man Velo fahren. Es braucht ein bisschen länger zum Reisen. Vielleicht hat man nicht immer Zeit, überall hin mit dem Velo zu gehen, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Ja, und die anderen, hallo zusammen, wie reiset ihr am liebsten? Was ist euer liebste Transportmittel? Ich reise mit dem Bus. Also, ich gehe viel in die Stadt mit dem Bus. Für kurze Distanzen reise ich den Bus. Aber manchmal nehme ich auch so in Europa Bus zum Reisen. Hallo José, du fährst auch Velo, du bist ein Velofahrer. Manchmal ist es gäbig, wenn es zum Beispiel keinen Nachtzug hat, quer durch Europa, gibt es vielleicht einen Bus, der in der Nacht fährt und du bist am nächsten Morgen dort. Hi Shahan. Wie reiset ihr gern? Was ist euer liebste Transportmittel? Ali, du fährst gern mit dem Auto. Es ist angenehmer. Du bist völlig frei. Du musst dich nicht anpassen an einen Zeitplan. Ja, du musst nicht springen und pressieren. Auf den Zug oder auf den Bus. Ja, Flixbus ist ganz billig, genau, Olivia. So etwas wie Flixbus habe ich gemeint, oder Sinbad oder andere. Mit dem Auto ist mega gut. Esra, tust du gerne Auto fahren? Wenn du natürlich ein gutes Auto hast, dann kann man zum Beispiel in Deutschland sehr schnell Auto fahren. Aber der Zug ist noch schneller. Zum Beispiel ICE ist noch schneller als Auto. Also du kannst jetzt sagen, ich reise mit dem Zug. Oder es gibt auch Leute, die sagen, mit der Eisenbahn. Also vor allem Kinder, wenn sie spielen, tun sie Eisenbahnle. Mit der Eisenbahn spielen. Oder bändeln. Oder wenn jemand so ein Fan ist von der Bahn, dann kann er sagen, ich bin ein Bändler. Genau, der Zug ist ganz gut in der Schweiz. Wir haben sehr super Verbindungen zwischen den grossen Städten in der Schweiz. Die Züge sind schnell und regelmässig und pünktlich und bis spät am Abend. Also du kannst am Abend auch noch relativ spät von Zürich wieder heim auf Freiburg oder so. Ein Spiel. Ali, weisst, es gibt Kinder, die haben so ein Modell Eisenbahn. Die tun gerne bändeln. Und dann entweder müssen sie selber fahren oder du hast elektrisch, so Märklin-Eisenbahn oder so.
Das habe ich gemeint. Ja, der Zug ist teuer, das ist gut. Der Zug ist schnell zwischen den Städten. Er ist im Halbstundentakt oder sogar Viertelstundentakt. Und, aber er ist teuer. Genau, eine Modelleisenbahn. Von einer Modelleisenbahn habe ich geredet. Mit dem Flugi oder mit dem Flugzeug. Ja, das ist da auf dem Bild jetzt gerade. Hallo, Ayanl. Oh, Nasir, ist das dein Vorname oder Nachname? Nasir ist einfacher zu sagen. Hallo Bogdan. Mit der Eisenbahn ist bei Train, genau. Das ist das gleiche wie mit dem Zug. Hallo, Dicky. Mit dem Flugzeug. Tönt ihr gerne fliegen? Tönt ihr gerne mit dem Flugzeug reisen? Sind ihr gerne über den Wolken? Oder versucht ihr, möglichst wenig zu fliegen? Ah, Nasir ist dein Nachname. Okay, dann müsste ich sagen Ayanle. Ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Okay, also, ich bin schon lange nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Aber eigentlich finde ich es sehr schön, über den Wolken zu fliegen. Es ist immer Sonne, du hast immer Sonne und unten kann es Wolken haben oder so. Genau. Genau, mit dem ICE kann man auch fahren, Intercity Europa, der ICE, das ist der Weisse, der aus Deutschland kommt. Der IC ist der Intercity in der Schweiz, ja, zwischen den Städten. Und dann gibt es noch den TGV, der auf Paris geht, ja. Genau, Eisenbahn, Lim. Mhm. Oder bist du ein TÜV-Fahrer? Fahrst du mit dem TÜV auf zwei Räder mit viel PS? Ja, es gibt Leute, die gerne TÜV fahren. Die machen am Sonntag Ausflüge mit dem TÜV. Aber wenn es regnet, ist es vielleicht nicht so ideal. Ist jemand von euch ein TÜV-Fahrer? Also, das sagen wir etwas anders als Motorrad auf Hochdeutsch. Das ist ein TÜV. Ja. Man kann ein kleines TÜV haben. Das ist so ein Moped, ganz ein kleines TÜV, wo man die Kinder, die Jugendlichen können ab 14 schon mit dem fahren auf der Strasse. Aber heute ist vielleicht E-Bike moderner und besser. Genau, Olivia, mit dem Auto ist es natürlich praktisch zu reisen, weil du kannst viel Gepäck mitnehmen. Du musst nicht alles selber tragen. Und du kannst fahren, wenn es dir passt. Du kannst stoppen, wenn du Lust hast. Dicky, du reisest gerne mit dem Zug. Ja. Ich bin vor allem auch in der Schweiz sehr gerne mit dem Zug unterwegs. Und dann kann ich etwas lesen oder ein bisschen schlafen oder das Land anschauen rundherum. Wenn ich ein Auto fahren muss, dann nachher habe ich keine Zeit für das. Oder heute hat es sehr viele Leute, die ein E-Bike haben. Das ist super in den Bergen. Sind ihr auch schon E-Bike gefahren? Das ist mega cool, wenn du einfach kannst den Berg auffahren mit 20 km pro Stunde, ohne sehr viel, ohne so außer Atem zu sein. So. Ja, du kannst einfach mit 20 km pro Stunde den Berg auffahren. Shahan, du schaust gerne die Videos, super. Das ist gut, wenn du es verstehst und mitschreibst. Und dann natürlich mit dem Velo. Velo haben wir schon viel geredet.
Das Velo ist vielleicht mehr so für die Freizeit, oder? Wenn du einen Arbeitsweg hast, der sehr nah ist, dann kannst du mit dem Velo arbeiten. Ja, ich bin früher sehr gerne mit dem Velo arbeiten. Oh, Nell, das habe ich nicht gedacht. Blablacar. Du fährst mit Blablacar. Also du tust schauen, ob du niemand kannst mitfahren, glaube ich. Das ist so Mitfahrgelegenheit. Mit anderen, stimmt das? Genau, in der Schweiz, die grossen Städte Bogdan sind verbunden mit dem Zug. Und wenn man dann in die Dörfer raus will, in die kleineren Orte, dann kann man noch den Bus nehmen. Und es ist eigentlich sehr gut, der Fahrplan ist sehr gut organisiert mit Zug und Bus, dass man nicht zu lange warten muss. Mein Sohn, der nimmt jetzt überall das Trottinett, aber ein normales, ein kleines so ein Sport-Trottinett, nicht ein elektrisches. Hallo Hakuna Matata. Oh, du reisest gerne mit dem Velo. Ich weiss deinen Namen nicht mehr, das steht so eine schöne Schrift. Ich weiss gar nicht, was das für eine Schrift ist. Und ich kann es nicht lesen, aber schreib doch noch einmal, wie du heisst. Irgendetwas mit S war es, glaube ich, ja? Okay, zu Fuß. Natürlich, man kann auch zu Fuß unterwegs sein. Ich habe eine Freundin, die ist zu Fuß von der Schweiz auf Santiago de Compostela gelaufen. 3 Monate lang. Sie war 3 Monate lang unterwegs gewesen. Sind ihr auch gerne zu Fuß unterwegs? Geht ihr auf längere Routen, längere Reisen, wo ihr von einem Tag auf einen anderen wieder weitergeht? Ja? Genau, Olivia, du kannst sagen, ich tue gerne Trottinettle oder ich trottinettle gerne. Häufig sagen wir Schweizer mit dem Verb tue, ich tue gerne Trottinettle. Nein, Nell, du kannst nicht Velo fahren. Vielleicht kannst du es noch lernen. Ich mache es sehr gern. Zu Fuß ist auch ganz gemütlich. Jetzt, wisst ihr, was der ÖV ist? Was ist ÖV? Das ist eine Abkürzung für ein sehr langes Wort. Und in der Schweiz braucht man das noch relativ viel, weil man zu faul ist, das ganze Wort zu sagen. Es hat auch mit Verkehr zu tun. Ja, wisst ihr, was ÖV ist? Ich muss jetzt ein bisschen warten, weil wir haben eine Verspätung und dass ihr Zeit habt, zum Antwort zu schreiben. Sonst gebe ich euch die gerade. Das wäre nicht genau Hakuna Matata. Das ist der öffentliche Verkehr. Ja, der öffentliche Verkehr, das ist ÖV. Ja. Und wir reden viel vom ÖV. Man muss den ÖV fördern, dass die Leute mehr den ÖV nehmen. Ja, es gibt eine ganze Lobby, die das möchte, dass weniger Stau und weniger Verkehr auf der Straße hat. Das ist ökologischer. Ja? Und für den ÖV von der ganzen Schweiz gibt es ein GEA, ein Generalabonnement. Also das ist ein Billett, das du einmal pro Jahr kaufst und dann kannst du in der ganzen Schweiz mit dem GEA kannst Bus fahren, Zug fahren, auch, Schiff fahren, zum Teil Bergbahnen, hast 50%, Tram fahren, S-Bahn fahren. Alles ist auf dem, in dem Abo inbegriffen. Shahan, du kannst Velo fahren. Das ist gut. Nell hat gesagt, ich kann nicht Velo fahren und du kannst. Das ist schön, oder? Velo fahren. Okay, das Generalabonnement. Hat jemand von euch schon das Generalabonnement gehabt? Das ist super. Du kannst ein Jahr lang einsteigen und aussteigen, wie du gerne möchtest.
auf allen Bergbahnen. Esra, auf den Bergbahnen kann man nicht immer gratis gehen mit dem GA. Aber mindestens den halben Preis zahlen, so wie mit dem Haupttags. Und dann, ich nehme manchmal noch das GA Flexi. Wenn ich weiss, ich gehe reisen einen Tag, meine Gemeinde kauft ein GA Flexi. Das ist so ein GA, das einfach aus 365 Tageskarten besteht. Und dann, wenn ich möchte ich reisen, kann ich auf die Gemeinde gehen und sagen, ich möchte gerne 2 GA Flexi für diesen und diesen Tag. Und dann kann ich so wie mit einem GA reisen, aber einfach nur für einen Tag. Ah. Ja. Hallo. Learn Swiss German. Hallo Mai. Oder dann kann man eine Tageskarte kaufen. Aber die ist, das ist eigentlich das Gleiche. Der Effekt ist gleich, nur meistens ist sie teurer. Aber wenn du früh genug weißt, wenn das du reisen willst, lohnt es sich, eine Tageskarte zu bestellen. Im Voraus. Bogdan, ich weiss nicht genau, zwischen 3.000 und 4.000 Franken ist, glaube ich, das GA pro Jahr. Also du musst schon sehr viel reisen, vielleicht jeden Tag mit dem Zug arbeiten oder so, dass du das rausschlägst, dass sich das lohnt für dich, dass du nicht zu viel zahlst. Jetzt, ups, da bin ich abgerutscht. Also, wir sind immer unterwegs, es ist nicht mehr Lockdown. Shahan, ich bin nicht aus Zürich, ich bin, aber meine Mutter ist aus Zürich. Ich bin so ein kleiner Mix zwischen Zürich, Bern und Luzern. Aber ich bin im Friburgischen aufgewachsen. Also, wir sind viel unterwegs. Und ihr, seid ihr viel unterwegs? Seid ihr viel am Reisen? Mit dem Bus, mit dem Zug? Wenn wir unterwegs sind und Hunger haben, dann können wir sagen, komm, wir kehren ein. Wir kehren ein, wir gehen da in das Restaurant. Wir bleiben nicht auf der Straße, sondern wir kehren ein. Wir drehen ein bisschen abdrehen vom Weg, wenn ein Restaurant am Weg ist. Und dann tun wir etwas trinken oder etwas essen. Ah, Hakuna Matata, du bist viel unterwegs und du hast selber kein Auto, aber du hast ein Mobility-Auto. Also du bist bei Mobility dabei und dann hat es an verschiedenen Orten, an den Bahnhöfen, stehen Auto parat und du kannst das nehmen und mit dem fahren. Das ist eine coole Sache. Dann musst du nicht selber ein Auto haben. Ja, wenn du in der Stadt bist und immer musst für Parkplatz zahlen und so, ist es vielleicht viel gäbiger, es ist viel besser. Also, könnt ihr amix einkehren oder nehmt ihr das Picknick mit auf die Reise? Nehmt ihr ein Sandwich oder einen Apfel oder etwas mit oder könnt ihr gerne einkehren? Man kann auch im Restaurant, im Zugrestaurant einkehren, ja, und etwas trinken. Dann sagt man, komm, wir kehren ein. Also, du kannst sagen, mit deinem Kollegen, wo du unterwegs bist, mit dem kannst du sagen, komm, wir kehren ein. Ah, Nell, du bist viel unterwegs gewesen mit dem Flugi und das ist sehr wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz so möglich wie früher, oder? Ich glaube, die Tageskarte ist etwa 70 Franken, aber ich bin jetzt gerade nicht, ich nehme eben selten die Tageskarte so. Aber die auf der Gemeinde, die ist etwa 30 Franken, wenn ich auf die Gemeinde gehe, das GA Flexi. Aber das sind verschiedene Preise, ich glaube der VCS hat so GA Flexi, oder ihr müsstet fragen, vielleicht googlen, GA Flexi, wer hat GA Flexi, wo kann man die kaufen. Einkehren ist auf Deutsch einkehren. Einkehren, das kann man auch sagen. Also in einem Restaurant oder in einem Hotel einkehren. Oder auch bei Freunden. Wir können bei Freunden einkehren. Auf der Heimreise sind wir noch bei Freunden eingekehrt.
Genau, Bogdan, du bist gut. Du hast vielleicht einen Schrittzähler, ein Telefon und du messen, wie viele Schritte du machst. Du bist viel zu Fuß unterwegs. Genau. Wann fährt dein Bus? Wenn wir vom Fahrplan reden, dann sagen wir meistens nicht Viertel vor, Viertel ab oder so, weil wir sehr genau müssen sagen, zu welcher Minute dass der Bus oder der Zug fährt. Und dann heisst es. Jetzt kitzelt mich etwas. Er fährt. Entschuldigung. Alle 6 Minuten. Oh, dein Bus fährt alle 6 Minuten. Das ist eine eine gute Frequenz. Ja. Oder er fährt am 16 ab 5 Uhr, zum Beispiel. Der nächste Bus fährt am 16 ab 5 Uhr. Danke. Ja. Oder wann fährt dein Zug? Wann fährt dein Zug? Ich habe einen Fahrplan. Also da, wenn wir, ich hoffe, ihr seht das Bild, ihr könnt es gross genug machen. Es ist eine Reise von Bern auf Leukerbad im Wallis. Ich weiß nicht, ob ihr schon im Leukerbad seid. Also, wann ist die Abfahrt? Wann fährt der Zug ab? Wann ist die Ankunft? Wann kommt der Zug an? Alle 30 Minuten fährt der Zug, ja, genau, zwischen Zürich und Bern zum Beispiel und Freiburg. So in die Hauptstrecke im Mittelland fahren sie sicher auch 30 Minuten. Aber da auf dem Bild, wann fährt der Zug von diesem Fahrplan? Und wie lang ist die Reise? Wie lang ist die Reise? Ihr könnt fragen. Genau, in Leukerbad gibt es ein gutes Thermalbad. Darum heisst es Bad, ja. Bad Ragaz hat auch ein gutes Thermalbad. Ja. Vielleicht sind ihr schon dort gewesen. Im Winter kann man Skifahren, im Sommer wandern und immer baden. Im Winter und im Sommer. Also, die Reise startet in Bern. Zug fährt am 6 ab 11 Uhr, ab Gleis 5 und er fährt über Visp. Muss man da umsteigen? Ist das eine direkte Verbindung? Also, wenn ihr könnt jemanden fragen, ich möchte auf Leukerbad, gibt es da auch direkte Verbindungen? Auf Leukerbad gibt es sehr wahrscheinlich keine Verbindung. Weil, wie ihr seht, müsst ihr zuerst umsteigen und einen zweiten Zug nehmen, von Visp auf Leuk. Aber dann, noch von Leuk Bahnhof, müsst ihr mit dem Bus weitergehen. Bis auf Leukerbad. Also auf dieser Reise müsst ihr zweimal umsteigen. Ja, aber es ist eine schöne Reise. Wie lange geht die Reise an? Ankunft ist 12.09 Uhr. Abfahrt ist um 11.06 Uhr. Wie lange geht die Reise? Die Reise ist eigentlich sehr schnell, wenn man denkt, für ins Wallis. Ja? Genau, der Zug ist immer, oder er muss auf jeden Fall fast immer rechtzeitig am Bahnhof. Die Reise geht 1 Stunde. Das ist, weil der Zug geht von Bern durch den Lötschberg-Tunnel. Ja, er geht nicht rundum an Genfersee kehren, sondern von Bern direkt ins Wallis. Und bei dir zu Wesen fährt auch zweimal pro Stunde ein Bus. Ja, du hast auch Halbstundentakt mit dem Bus. Das ist wichtig, wenn du willst, kein Auto haben und mit dem ÖV gehen, dann nachher ist es super, wenn du regelmässig einen Bus hast und nicht zu lange musst warten. Also man kann fragen, ist das eine direkte Verbindung?
Oder man kann fragen, wie viel Mal muss ich umsteigen? Oder wo muss ich umsteigen? Olivia, du brauchst jetzt ein Thermalbad. Okay. Du kannst morgen planen, auf Leukerbad zu gehen. Und da ist noch ein Fahrplan Zürich-Murten. Ja, da haben wir noch einen Fahrplan. Wir haben 3 verschiedene Züge. Ja, welche Verbindung ist die schnellste Verbindung? Da seht ihr auch, ob der Zug, der erste Zug und der zweite Zug, wie viele Leute das sehr wahrscheinlich in diesem Zug sind. Ja, das ist immer etwa ähnlich und SBB weiss schon ungefähr, ob es wenig Leute wird haben oder ob es sehr viele Leute wird haben. Und das ist manchmal noch gut, wenn man schauen kann, da mit den Leuten, mit den Mannsgöckeln, die da sind, kann man sehen, rot, das heisst, es hat sehr viele Leute, es wird vielleicht schwierig, einen Sitzplatz zu finden. Oder dann, wenn sie schwarz sind oder nur ein Männchen, dann nachher hat es sehr wenig Leute. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, Ali, ist das erste Klasse und zweite Klasse? Oder ist das erste Zugverbindung, weil man muss umsteigen muss? Siehst du? Auf den ersten Zug und den zweiten Zug. Das habe ich jetzt mich noch nicht ganz informiert. Aber sehr wahrscheinlich hat es schon eher in der ersten Klasse weniger Leute als in der zweiten, oder? Und da bei der ersten Verbindung, die geht 2 Stunden lang. Man muss den Zug Richtung Genf nehmen und zu Bern umsteigen, vielleicht. Oder zu Kerzers. Und der andere Zug, das ist der Richtung Brig. Und man muss auch einmal umsteigen. Aber im dritten Zug muss man 2-mal umsteigen. Da hat es 2 Punkte. Und wenn man jetzt da drauf würde klicken, dann wäre die Verbindung da, wo genau dass man muss umsteigen muss und wenn. Das ist für die erste und zweite Klasse kann sein. Und wenn man dann auftut, dann nachher sieht man, wie das bei den anderen Zügen ist. Beim zweiten Zug und beim dritten Zug. Also da gibt es eine Verbindung, wo man 2-mal muss umsteigen muss. Und preislich gesehen ist ja die erste Verbindung, die längere Verbindung, die teuerste Verbindung. Ja, das ist noch komisch. Die erste ist die teuerste. Aber es hat weniger Leute. Ja. Also das ist, wenn du Zeit hast, dann kannst du wählen, welche Verbindung du möchtest und wo. Ob du lieber einen Zug hast, wo du mehr Platz hast oder weniger. Oder ob dir das gleich ist, wenn es viele Leute hat. Wie komme ich am schnellsten auf Zermatt? Sind ihr auch schon zu Zermatt gewesen? Zermatt ist beim Matterhorn ganz am Ende, im äußersten Ecke der Schweiz, in den Bergen. Man kann auf den Corner Grat rauffahren, man hat eine schöne Aussicht überall. Ja, und wenn ihr schon zu Zermatt gewesen, dann wisst ihr etwas. Wie musst du auf Zermatt reisen? Was ist speziell an Zermatt? Es gibt auch noch andere Orte, wie zum Beispiel Riederalp und Bettneralp. Und jetzt weiss ich gerade nicht mehr. Wengen, glaube ich, auch. Ist so ein Ort. Was ist speziell bei diesen Orten? Wie kann man zu denen kommen? Wisst ihr das? Wie komme ich am schnellsten auf Zermatt? Oder
Wie? Vielleicht mit dem Helikopter, das wäre das Beste. Das wäre eine schöne Reise. Nell, das ist so vielleicht nicht ganz in der Region, wo du wohnst, aber es ist sicher mal wert, so einen Wochenendausflug oder so. Mit welchem Verkehrsmittel geht es schneller? Auf jeden Fall kann man mit dem Zug bis auf Zermatt. Und ich glaube, der Orient Express, aber der Panoramazug, wie heisst er, in der Schweiz, der geht von Zermatt bis St. Moritz. Ja. Zermatt ist sehr touristisch, ja. Ah, Nell, du bist in Frankfurt. Genau, das ist ein bisschen weiter weg. Zermatt ist autofrei. Und Riederalp und Bettmeralp ist auch autofrei. Und Wengen auch. Also du kannst nicht mit dem Auto gehen. Du musst spätestens zum Beispiel im Dorf vorher, im Fall von Zermatt, musst spätestens im Dorf vorher musst dein Auto parkieren. Und dann musst du mit dem Zug weitergehen oder mit dem Velo oder zu Fuß, was auch immer. Aber es gibt so eine. Der Zug fährt sehr häufig zwischen Zermatt und Tesch. Also er tut alle Touristen schnell auf Zermatt bringen. Hallo Gary, schön, dass du da bist. Ja, wir sind gerade am Fertigmachen, Gary, langsam. Aber du kannst dann nachher noch einmal schauen. Und dann vielleicht etwas im Kommentar dazu schreiben, wenn du etwas dazu möchtest sagen. Ich glaube, mit dem Flugzeug ist schneller, genau, oder mit dem Helikopter. Also, wenn ihr möchtet und noch nicht euch eingeschrieben habt für auf meinem Videokanal, dann könnt ihr da unten eintragen und einschreiben, dann kommen da auch Informationen über, wenn es wieder einen Livestream gibt oder etwas Neues. Und es würde mich freuen, wenn ihr würdet mitmachen und dabei sind. Am Schluss haben wir noch eine Frage, muss man dort für den Parkplatz zahlen? Es kann sein, dass du dort, wenn du zu Tesch bist, musst für einen Parkplatz zahlen, dass dein Auto 2 oder 3 oder 4 Tage dort kann stehen, je nachdem, wie lange das du möchtest gehen. Und das ist vielleicht auch noch eine gute Information, wenn du zuerst erkundigst und fragst, muss man dort für einen Parkplatz zahlen oder kann ich gratis parkieren. Das war alles zum Reisen. Wer hat noch gefragt wegen dem Verb «sie» und «ha» auf Schweizerdeutsch? Es gibt verschiedene Video und Filme, wo die Verben vorkommen und wo du das kannst lernen. Du kannst dort das suchen. The verb to be in Swiss German zum Beispiel. Dort, genau, alle. Mhm. Super. Merci vielmals fürs Mitmachen. Schön, sind ihr dabei gewesen. Viel Spass, wenn ihr unterwegs seid. Viel Spass beim Reisen. Ich hoffe, eure Züge kommen immer pünktlich an und es kommt nichts dazwischen. Ihr kommt immer gut ans Ziel. Ja. Also, ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss zusammen.